Vielen Dank, Herr Hüther, dass Sie sich für dieses Gespräch mit Lukas zur Verfügung stellen. Ich bin ja sowas wie seine Mentorin, aber ich fühle mich eben auch als Mentorin für diese vielen, vielen schulgeplagten Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen. Und ich kriege als Homöopathin, so wie alle meine Kollegen, tagtäglich sehen wir das, dass Kinder, Jugendliche so eine große Schulunlust haben. Sie haben keine Freude und ihre Eltern sind stressgeplagt. Es gibt so viel Streit, wo ich mir denke, Mensch, diese beste Zeit eigentlich im Leben verbringen Kinder und ihre Eltern im Streit wegen der Schule, weil die Kinder keine Lust haben, die Eltern Angst haben, dass aus ihren Kindern nichts wird, wenn sie nicht diese Schulpflichten erfüllen. Und ich sehe halt auch, dass so viele Lehrer total gestresst sind, am schlimmsten die Referendare, und das zieht sich durch. Und das ist so mein Anliegen, dass ich mich an Sie gewandt habe und es sich so ergeben hat, dass eben Lukas so als, ich glaube auch als Fürsprecher für seine ganzen Alterskollegen oder für die Jugendlichen so die Gelegenheit hat, einfach mal an Sie Fragen zu stellen, ob Sie irgendwelche Ideen haben mit dieser Generation, die da ja drin ist in diesem Schulsystem. Das wird sich in Ihrer Schullaufbahn auch nicht mehr ändern, aber kann man da was Gutes dennoch draus machen? Und ich gehe jetzt mal aus dem Bild und überlasse euch beiden so den Gesprächsraum. Nee, vielen Dank, Frau Stelzer. Und man kann natürlich immer was machen, aber man muss dazu eben miteinander reden. Und deshalb versuchen wir das jetzt einfach mal. Wir gucken mal, Lukas, ob wir miteinander im Gespräch irgendwie auf eine Idee kommen, was gemacht werden müsste. Ja. Wäre das okay? Ja. Gut. Ich hätte vorweg eine Frage zu dem Thema Schule generell. Was könnten wir tun, dass wir mehr Spaß am Lernen haben? Oder? Als Schüler könntet ihr, glaube ich, eine ganze Menge tun. Ich wundere mich auch immer, warum die meisten Schüler da so furchtbar klagen und sich so ein bisschen die Freude an dem ganzen Schulbesuch rauben lassen. Jetzt in der Corona-Zeit hat man ja auch gesehen, dass die Schüler eigentlich gar nicht wegen des Unterrichtsstoffs da in die Schule wollen, sondern weil sie da ihre Freunde treffen. Also müsste man in der Schule das stärker machen, was in der Schule Freude macht, und das hinten dran stellen, was keine Freude macht. Und wenn das eben ein schlechter Matheunterricht ist, dann würde ich mir da nicht so eine große Mühe geben und mich auch nicht drüber ärgern, sondern gucken, was ich dann machen kann, wenn ich das gerne trotzdem lernen will, was der da erzählt, und ich es aber nicht so verstehe, wie er das macht, muss ich mir überlegen, ob es da andere Möglichkeiten gibt, wie ich mir das aneigne, und dann lasse ich den da vorne seinen Kram erzählen und kümmere mich in der Zwischenzeit um das, was mich wirklich interessiert. Ja, also bei mir ist es halt so, ich gehe gerne in die Schule. Jetzt, obwohl eigentlich bei uns in Österreich schon Schule wäre, kann ich nicht, weil ich mir zwei Wirbel gebrochen habe, die ich jetzt auskurieren muss. Und jetzt kann ich noch nicht in die Schule. Meine Freunde eben gehen mir schon ab. Und das Schöne an der Schule ist ja, dass irgendwie ich meine Freunde sehe und nicht nur das Lernen. Also ich habe keinen Spaß irgendwie mehr am Lernen. Mathe oder so, ich finde keinen Anhang an die Sachen, die wir lernen. Ich weiß nicht, wofür wir einen Flächeninhalt von der Kugel ausrechnen müssen oder so. Rauminhalt. Ja, Rauminhalt. Ja, aber ja. Warum? Ich verstehe. Das kann man ja. Also du hast vollkommen recht, dass man natürlich wissen muss, warum man was lernen will. Sonst wird es ja nichts. Also man braucht ja so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die muss dahin gehen. Das muss auch ein bisschen unter die Haut gehen. Das muss auch ein bisschen Spaß machen. Und das macht natürlich am meisten Spaß, wenn es einen wirklich interessiert. Und der Rauminhalt einer Kugel ist nicht so unbedingt das, was einen so furchtbar interessiert. Da weiß man auch gar nicht, wozu man das gebrauchen kann. So, und deshalb kommt man so nicht weiter und gerät sehr schnell in ein ganz übles
Teufelsrad, wo man dann feststellt, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das macht mir keinen Spaß und am Ende weiß man gar nicht mehr, warum man dahin geht und dann bleibt eigentlich wirklich nur noch die Freude mit den Kumpels in der Schule übrig, weshalb man da dahin geht. Und deshalb würde ich das jetzt mal versuchen, mit dir umzudrehen. Könntest du dir vorstellen, dass du auch unbedingt etwas lernen willst, weil du dich, wenn du dann erwachsen bist, um etwas kümmern möchtest, was dir wirklich, wirklich sehr am Herzen liegt? Also gäbe es etwas, wo du sagen würdest, dafür wäre ich bereit, mit barfuß bis zum Nordpol zu gehen? Also dann schlimmer, ich sage jetzt barfuß bis zum Nordpol, aber dafür wäre ich bereit, auch diese furchtbare Schule tapfer bis zum Ende durchzugehen. Also gibt es hinten irgendetwas, was dir wirklich, wo du sagen würdest, wenn ich das könnte, dafür gehe ich überall hin? Ja, also ich möchte Osteopath werden. Also möchtest du was? Osteopath. Osteopath werden, okay. Im Deutsch ist, finde ich, ein sehr cooles Fach. Ich bin nicht gut, ich bin kein guter Schüler in Deutsch. Aber wenn ich mich da reinhänge und das wirklich mit Freude mache, dann sehe ich selber, dass es mir leichter geht damit. Und also für Deutsch würde ich den schweren Weg schon für mich, also auf mich nehmen. Ja, aber jetzt guck doch mal genauer hin, denn du willst ja nicht irgendein mittelmäßiger Osteopath werden. Du willst ja ein richtig guter werden. Ja. Und ein richtig guter Osteopath, der kennt sich sozusagen in allen Bereichen dieser Welt aus. Ja. Das ist, na klar muss der vernünftig mit den Klienten reden können, sonst geht es ja nicht. Wenn er da in seinem Dialekt da irgendwas palavert, dann kann er dann, versteht der andere nichts. Also ja. Schon mal ein vernünftiges Deutsch wäre schon gut. Zweitens erkennt man auch an der Art und Weise, wie jemand spricht, ja, ob man sich auf den verlassen kann, ob das wahr ist, was er da sagt, ob das auch ernsthaft ist und ob es fundiert ist. So, das heißt, man braucht schon fundierte und gute Kenntnisse in Deutsch, damit man sich nicht auf eine Art und Weise als Osteopath äußert, wo der Kunde dann gleich sagt, also hier sehe ich schnell zu, dass ich die Kurve kriege, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, der kann ja noch nicht mal richtig reden. Also müsstest du sagen, okay, dann tue ich alles dafür, dass ich in Deutsch der Beste werde in meiner Klasse. Mindestens der Beste. So, und jetzt gehst du weiter und sagst, du brauchst aber auch Biologie, musst du Biologie kennen, sonst weißt du ja überhaupt nichts als Osteopath. Also Biologie musstest du auch, dann kommst du in den Bereich Physik, Osteopathie hat sehr viel mit Physik zu tun, weil da geht es ja um Stellungen und Korrekturen und Winkel und keine Ahnung. Also Physik ist eigentlich auch ein geiles Fach. Mhm. Und an Physik hängt dann natürlich auch Mathe und Chemie mit dran und so. Und dann, wenn du wirklich Osteopath werden willst, muss dich alles interessieren auf dieser Welt. Ja. Da kannst du in der Schule gar nicht genug kriegen. Da würdest du sagen, das ist mir alles zu dünnschissig, was die mir hier anbieten. Ich will wirklich tiefgründig wissen, wie es funktioniert. Ich gucke mir das jetzt nochmal zusätzlich zu dem, was die mir in der Schule da erklärt haben, gucke ich mir das jetzt nochmal viel genauer an, indem ich noch irgendwelche Lernvideos mir hole oder irgendwelche Zusatzinformationen irgendwo beschaffe. Und dann wirst du da plötzlich im Überflieger in deiner Klasse, aber nicht, weil du gute Zensuren haben willst, sondern weil du unbedingt, unbedingt, unbedingt der beste Osteopath der Welt werden willst. Ja. So, kannst du dir das vorstellen, dass es sowas gibt? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Okay, und dann merkst du, was wir jetzt hier machen. Solange du nicht weißt, wofür du lernen sollst, kannst du es in der Pfeife rauchen. Das ist so wie Müll in die Tonne werfen. Ne? Das ist alles für die Tonne. Weil du nicht weißt, wofür. Und jetzt die Frage, was glaubst du denn, warum so viele junge Leute wie du überhaupt keine Idee davon haben, wozu sie das überhaupt alles lernen sollen? Ja, weil sie selber, oder besser gesagt, wir selber nicht wissen, was wir wirklich wollen. So. Hm.
guten Morgen. Ja, wunderbar. Und kannst du dir vorstellen, dass das, also das ist ja jetzt in Österreich offenbar ist sehr stark verbreitet, dass junge Leute nicht so genau wissen, was sie wollen. Ich kann dir versprechen, es ist in Deutschland genauso. Und dann gibt es manchmal so Kinder und Jugendliche, die kommen meinetwegen als Flüchtlinge aus Syrien, können überhaupt kein Deutsch und müssen dann in die unteren Klassen so, damit die überhaupt erstmal ein bisschen reinkommen. Und dann höre ich von den Lehrern manchmal, das sei ja furchtbar mit denen, weil die könnten ja gar nichts, aber sie würden so unglaublich gerne lernen. Yeah. Und die kriegen was Tränen in die Augen, die Lehrer, weil die selten offenbar Kinder sehen, die so gerne lernen wie diese Flüchtlingskinder. Ja. Das ist doch ein Trauerspiel, wenn ein Lehrer warten muss, bis endlich mal eine Flüchtlingswelle kommt, damit er mal erkennen kann, dass es auch Kinder gibt, die gerne was lernen. Ja. Ja. Also ich will jetzt nur so einen Bogen machen, weil da siehst du ja etwas, was es noch vielleicht vor 100 Jahren bei uns auch gegeben hat. Da haben Kinder sich in der Schule angestrengt, weil sie aus dem furchtbaren Verhältnissen raus wollten, in denen sie damals noch gelebt haben. Es gab ja mal eine Zeit, da haben Kinder im Bergwerk arbeiten müssen und die Eltern hatten kein Geld, da konnten die überhaupt nicht in die Schule gehen. Und aus diesem Elend wollten die raus und jedes Kind, was dann Gelegenheit bekommen hat, eine Schule zu besuchen, hat sich derartig angestrengt, dass die bloß aus diesem Mist rausgekommen sind. Und so ähnlich geht es jetzt diesen syrischen Flüchtlingskindern auch. Die wollen auch aus dem Elend raus und strengen sich an und die werden auch meistens richtig gut. Und jetzt hast du ein bisschen schon den Teil der Antwort für diese Frage, warum bei uns die meisten Kinder nicht mehr gerne lernen. Ja. Jetzt würde die alten Leute, die alten Säcke, die würden sagen, denen geht's zu gut. Ja. Und die hätten lieber gerne wieder die Peitsche. Aber wir versuchen ja jetzt einen anderen Weg zu gehen. Wir sagen nicht, das ist gut, dass man deshalb lernt, damit man aus dem Elend rauskommt, sondern wir sagen ja jetzt, es wäre gut, wenn man lernt, weil man etwas will im Leben. Das ist ja was anderes. Also eben aus dem Elend raus wollen ist auch ein Wollen. Aber das ist eigentlich ein blödes Wollen, weil du dir vorstellen kannst, dass wenn du es dann geschafft hast, aus dem Elend rauszukommen und deine Kinder dann in die Schule, dann hast du denselben Zirkus wieder. Also müsste man eigentlich den anderen Weg gehen und den kriegen wir in diesen westlichen Gesellschaften im Augenblick noch nicht hin. Nämlich wir müssten versuchen, unseren Kindern zu helfen, herauszufinden, was sie wollen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie man das rauskriegt. Ja. Das wäre doch schon mal ganz gut, wenn man jetzt so sagen könnte, na gut, dann wollen wir doch mal sehen, was denn das sein könnte, worum man sich als, nicht erst nur, als schon als Kind, aber dann vor allen Dingen dann auch später mal im Leben kümmern möchte. Und da ist es wichtig, da müsste man sagen, das wäre schon gut, wenn es etwas wäre, wofür man auch ein bisschen eine Begabung hat. Also es ist Mist, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 1,60 groß bin und ich wollte unbedingt Baseballspieler werden. Ja. Das bringt es nicht. Das ist vollkommen das Verkehrte. Und deshalb muss man irgendeine Begabung haben. Also was wäre denn die Begabung für einen Osteopathen? Um nur mal zu gucken, ob du da überhaupt auf dem richtigen Dampfer bist. Ja. Was glaubst du, was ein Osteopath für ein Talent haben muss? Nur eins, das Wichtigste. Er muss sich in die Leute einfühlen können. Ja, super. Ja, das ist schon mal toll. Man muss auch so spüren können, also auch mit den Händen muss der sich reinfühlen können in das Gewebe. So, ja, toll. Ja, und dann kann man, und was meinst du, wie man sowas rauskriegt, wenn man jetzt Eltern, wir gucken uns ja vielleicht auch manche Eltern zu, wie kriege ich raus, ob mein Kind für irgendwas, irgendeine besondere Begabung hat? Meinst du, also die Eltern jetzt schicken die alle auf solche Begabungserkennungsinstitute, bezahlen da 200-300 Euro und die sollen dann rausfinden, wofür ihr Kind begabt ist. Findest du das eine gute Idee? Eigentlich nicht, nein. Aber für die Begabungserkennungsinstitute, für die ist es natürlich eine gute Idee. Die machen Geld. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin so drauf gekommen, ich,
ich habe mir das mal angeschaut in YouTube. Und das hat mich einfach fasziniert. Es ist irgendwie irgendein Feuer, es hat irgendein Feuer entfacht in mir, wo ich sage, das sehe ich bei einem anderen Job nicht so. Das ja, Feuer. Ja, da hast du doch schon eine Antwort für die Eltern, die müssten ihren Kindern eine Möglichkeit geben, ganz viel kennenzulernen. Mhm. Also wenn du jetzt nicht den YouTube gesehen hättest, wäre es nicht passiert. Ja. Ja, also kann auch sein, dass wenn man da irgendwo auch ein bisschen im Internet rumsucht, dass man da manches findet, was einem sonst gar nicht über den Weg gelaufen wäre. Und trotzdem ist das, was du da gemacht hast, ist eine Anregung von außen. Mhm. Es gibt auch noch eine andere Variante, die heißt, ich habe einen inneren Ruf. Da ja. kommt es aus dir raus und will unbedingt. Und da musst du gucken, wo das hinpasst. Ja. Das haben wir eben ein bisschen gesagt, das hätte sein können oder ist vielleicht auch so, dass du ein sehr feinfühliger junger Mann bist und auch sehr viel sozusagen in der Beziehung bleibst mit einem Gegenüber, wie wir das jetzt auch miteinander machen, und dass du auch spürst, was der andere braucht und auch vielleicht einen Blick dafür hast, was du tun könntest, damit der vorankommt. Und das hat man schon als kleines Kind sowas. Das ist sozusagen eine Fähigkeit, wo einem die Verbundenheit mit diesem anderen Menschen wichtig ist. Das ist eine Fähigkeit, das heißt, du im Grunde genommen, also jetzt sagen wir mal was ganz Großartiges, im Grunde genommen ist das die Haltung eines Liebenden. Mhm. Also wenn man einer ist, der sozusagen immer nur was haben will von den anderen, weil er immer das Gefühl hat, der ist zu kurz gekommen. Das ist diese Opferrolle. Die bringen das nicht. Die können das nicht. Also du hast irgendwie Schwein gehabt und konntest sozusagen aus einer Fülle heraus, die dir offenbar deine Eltern ermöglicht haben, jemand werden, der nicht immerzu von anderen was haben musste und kriegen musste. Also auch Geld und Anerkennung und Einfluss und Macht und sowas, sondern du bist dann eher einer, der was verschenken konnte. So. Also einfach mal gucken konnte, wie das dem anderen so geht und mal gucken konnte, ob du ihm irgendwie helfen kannst. Das ist doch so eine tolle Geschichte. Also hast du sozusagen ein inneres Talent, einer zu werden, der als Liebender in der Welt unterwegs ist. Ist das nicht sehr irre? Ja. So, und jetzt sagen, okay, dann müssen wir gucken, als Liebender kann man Pfarrer werden oder Psychotherapeut oder man kann auch Unternehmer werden, es gibt ja auch schöne Berufe, und jetzt sagst du aber Osteopath. Mhm. Da muss noch was zu dem Liebenden dazukommen, und das haben wir jetzt rausgekriegt, du hast durch Zufall das Video gesehen von diesem Institut. Das, und dann hast du gespürt, dass es mit dir resoniert, dass es plötzlich den Platz aufmacht, dass du merkst, das interessiert mich. Hast du wahrscheinlich dir noch 20 andere Videos angeguckt? Ja, genau. Ja, und jetzt wirst du wahrscheinlich im nächsten Schritt wirst du dich fragen, was muss ich alles wissen? Hast du wahrscheinlich dir auch schon angeguckt, was das für eine Ausbildung ist, was man da alles für Voraussetzungen braucht? Ja. Auch? Hast du auch gemacht? Ja. Da hast du gemerkt, da braucht man kein Abitur, stimmt's? Abitur. Matura. Matura. Brauchst du Matura für Osteopathie? Doch, brauche ich schon. Ach, brauchst du doch. Mhm. Okay, aber dann heißt es ja, wenn ich Medizin studieren muss. Ach, du musst vorher Medizin studieren. Ach, diesen Weg willst du gehen. Weil es gibt auch Osteopathen-Lehrgänge im Bereich der Heilpraktiker-Ausbildung. Da fährt man einmal irgendwo hin und macht da so Kurse und belegt da so ein längeres Kursprogramm und kriegt dann so einen Abschluss, aber das ist nichts Medizinisches. Das kann man dann auch nicht in der Medizin einsetzen und das wird auch von den Krankenkassen nicht übernommen. Ja. Nee, wenn du das ist ja nun die ganz harte Nummer, die du dir vorgenommen hast. Finde ich, das ist aber der Königsweg. Entschuldigung, das ist der Königsweg, weil du studierst erstmal Medizin, hast damit eine solide Ausbildung innerhalb des Systems.
Und beschäftigst dich dann mit einem Bereich innerhalb der Medizin, der eigentlich in den Bereich der Alternativmedizin gehört. Also der schon sozusagen nicht mehr in diese klassische Denkweise passt, in der die Medizin normalerweise funktioniert. Wir nennen das jetzt mal so ganz kurz Reparaturdenken. Ne? Irgendwas ist kaputt gegangen und dann kommt der Arzt und macht es wieder ganz. Und da ist doch das. Und jetzt ist doch, aber ich meine dann, wenn du das jetzt wirklich unbedingt willst, also Medizin wird ja nichts, wenn das so mittelmäßiges Matura macht, oder? Ja. Dann musst du dich nochmal, musst du noch ein bisschen rankrotzen, fürchte ich, oder? Ja. Es sei denn, du sagst mir, naja, so ganz dringend ist das mit dem Heil, mit dem Osteopathen auch nicht. Ich möchte. Jetzt nagle ich dich nämlich fest. Weil, weißt du, was du jetzt machen musst? Du musst dich jetzt entscheiden, ob du darüber reden willst, wie schön es wäre, wenn du Osteopath würdest, oder ob du wirklich einer werden willst. Ich möchte. Wenn du wirklich einer werden willst, dann gehst du jetzt nach Hause, holst dir deine Lehrbücher und ziehst das Zeug rein, sodass du der Klassenbeste wirst. Ja. Klar, also sonst wirst du das ja nicht. Ja. Was immer sehr viel Spaß macht, vor allen Dingen auch vielen jungen Leuten Spaß macht, ist darüber zu reden, was sie alles könnten, wenn sie nur dürften oder so. Nee, du kannst alles. Du kannst alles. Du kannst Medizin studieren, du kannst Osteopathie machen. Du kannst der beste Osteopath der Welt werden, aber nicht, wenn du darüber sitzt, wenn du überall rumsitzt und sagst, ja, ich würde so gerne und es geht nicht. Nee, ranhauen, ranklotzen, gucken, dass das jetzt losgeht. Du hast dieses Leben doch nur einmal geschenkt gekriegt. Das ist doch nicht, und das ist doch kein Leben, wenn du dir das jetzt anguckst, wie viele Leute jetzt sozusagen an ihrem Leben verzweifeln, weil sie durch Corona jetzt nicht mehr einkaufen können und nicht mehr, also shoppen können sie nicht mehr, in irgendwelche Fußballspiele können sie nicht mehr, also Großveranstaltungen geht nicht mehr, Reisen geht auch nicht mehr so gut. Also da musst du dich doch als junger Mensch mal fragen, ob das jetzt wirklich alles gewesen sein soll. Ob du deshalb auf der Welt bist, damit du shoppen gehen kannst, Großveranstaltungen besuchen kannst, im Fußballfan werden kannst und in der Weltgeschichte umherreist. Also könnte es sein, dass man dann sagt, nee, also das ist nicht meine Nummer. Also das macht da nicht so viel Freude. Und dann musst du da aber was entgegensetzen. Die können alle nur so bescheuert sein, weil die nicht wissen, wofür sie da sind. Dann machen sie so rum und dann macht auch nichts Spaß. Ne? Dann ist immer, Arbeit ist furchtbar, Lernen ist furchtbar, Schule ist furchtbar, alles ist furchtbar. Ja. Und weil alles so furchtbar ist, müssen sie sich immer zu was gönnen. Und dann besteht das ganze Leben nur noch aus Klagen, wie furchtbar es ist, und dann aus diesen Augenblicken, die sie dann Freizeit nennen, wo sie sich was gönnen. Möchtest du ein Leben führen? Ja. Das ist doch furchtbar. Also jedenfalls. Ich könnte das, guck mal, und ich bin jetzt schon 70 und ich würde keinen Tag so aushalten. Ja. So, und deshalb habe ich auch irgendwas, was mich gezogen hat. Also dann habe ich irgendwann, habe ich mich in die Tiere und in die Pflanzen verliebt. Das ist ja auch, dass man als kleiner Junge da durch die Botanik zieht und dann verliebt man sich in diese wunderschöne Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Und dann wollte ich wissen, wie die alle heißen und. Ja, und bin ich Biologe geworden. Aber weil ich das dann auch wirklich wollte. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Und dann wollte ich auch nicht irgendein mittelmäßiger Biologe sein, sondern einer, der wirklich in der vordersten Front unterwegs ist. Und der vorderste Front war Hirnforschung. Und da bin ich da rein. Und dann habe ich da gemacht, wie es nur ging. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, dass man sich da sehr verrennen kann mit so einer akademischen Laufbahn, wo man dann immer höher steigt und dann immer kleinere Löcher bohrt in Wissenschaft sozusagen, wo das dann immer enger wird. Und dann habe ich mich nur noch mit serotonergen Präsynapsen beschäftigt. Und da habe ich gedacht, bist du denn bescheuert? Du wolltest mal das Leben lernen, wie das Leben geht. Und jetzt hast du hier nur noch serotonerge Präsynapsen im Kopf. Und dann kann man das auch wieder aufmachen. Kann man das Fenster wieder aufmachen, kann rausgucken, was es noch alles so gibt. Und dann kann man dann weiter. Aber ohne, dass ich mich mal richtig dahinter geklemmt hätte, da hätte ich das Fenster hinten auch nicht aufmachen können. Da wäre ich sozusagen
hätte ich nichts zu sagen gehabt, weil mir keiner was geglaubt hätte, weil ich eben jemand geworden wäre, der zwar das große Maul hat, aber nichts dahinter. Deshalb braucht man das. Du musst das sehen, dass du da unter deiner Osteopathie, dass das sozusagen ein richtig schönes Fundament wird. So, und jetzt ist eben die Frage, wie das geht, dass dir das Lernen dann auch Spaß macht. Mhm. Also das, man kann ja sich das Lernen schwer machen und man kann es sich auch leicht machen. Ja. So, und da kann man jetzt auch ein bisschen gucken. Also zum Beispiel ist es schon mal leichter, wenn man es will. Mhm. Ja, du kannst jetzt sagen, jetzt habe ich 10 Vokabeln in Englisch oder Latein oder was. Und dann kannst du das ganz furchtbar finden, diese 10. Ja. Yeah. Dann kann ich dir sagen, kannst du 3 Wochen lernen daran. Das wird nichts. Ja. Yeah. Du kannst aber auch sagen, jetzt will ich mir doch mal beweisen, wie lange es dauert, bis ich mir diese 10 blöden Vokabeln auch wirklich gemerkt habe. Ja. Yeah. So. Yeah. Machst du so ein kleines Trainingsprogramm für dich daraus, dass du dir selbst beweisen willst, wie lange du brauchst, um 10 Vokabeln zu lernen. Und morgen machst du das so, dass du sagst, gestern hat es eine Stunde gedauert und dann habe ich es mir nach 5 Stunden immer noch gemerkt. Und heute will ich es mal gucken, ob ich weniger brauche für 10 Vokabeln als eine Stunde und ob ich es mir genauso lange merke. So, so kann man mit sich selbst arbeiten. Ja. Yeah. Nicht mit den anderen, sondern guckst mal, wie du dich selbst sozusagen an dir selbst verbesserst. Das ist ja praktisch wie ein Training, wo du deine letzte Leistung zur Grundlage machst für die nächste. Wo du dich nicht ständig mit den anderen beim Abfahrtslauf, dass du dich nicht ständig mit den anderen vergleichst, sondern erstmal mit dir selbst. Mhm. Jetzt bist du eben gerade mit so und so vielen Sekunden runtergefahren. Und jetzt guckst du, dass du nochmal fährst und sagst, oh, das waren schon mal 10 Sekunden weniger. Das ist offenbar, werde ich jetzt besser. Und dann machst du das noch besser und dann wirst du noch weniger Zeit brauchen. Und so siehst du, wie du dich Stück für Stück verbesserst und erst am Ende merkst du, dass du viel besser geworden bist als alle anderen. Mhm. Wenn du dich immer nur mit den anderen vergleichst, kriegst du ja nur Angst. Ja. Yeah. Schlechter bist. Und wenn du dich mit dir selbst vergleichst, merkst du, dass du immer besser wirst. Also ist es auch besser, das mit den Vokabeln so zu machen, dass du das gegen dich selbst vergleichst und nicht mit dem anderen. Herrgott, du kannst auch mal einen Vokabeltest schreiben, wo du dann nicht so gut abschneidest wie die anderen, aber ist egal. Für deine Verhältnisse hast du dich ständig verbessert. Fertig. Mhm. Und du willst ja auch nicht unbedingt jetzt hier die besten Zensuren haben, sondern du willst Osteopath werden, und zwar der Beste dieser Welt. Ja. Da kommt es auch ein bisschen mehr an, als dass man jetzt mal in diesem blöden Vokabeltest gut abschneidet. Mhm. Ja. Ist das okay so? Ja. Los, dann frag mich noch 2, 3 Sachen und dann machen wir Schluss, weil ich glaube, mehr habe ich eigentlich gar nicht rüberzubringen. Also vielleicht fassen wir es mal bis hierher zusammen. Man sollte, wenn man so jung ist wie du, versuchen rauszufinden, wofür man Talent hat. Es bringt schon. Eltern, wenn du später mal Kinder hast und willst rauskriegen, was die für ein besonderes Talent haben, dann musst du die einfach unbekümmert frei miteinander spielen lassen. Und du musst dich hinterm Baum, verstecken. Ja. Und dann siehst du, wenn die Kinder da miteinander spielen, da siehst du, was jedes am besten kann. Das machen die auch. Die einen springen da umher und du sagst, aha, körperliche Betätigung, das scheint zu sein. Kleiner Springer. Vielleicht wird er mal ein Leichtathlet. Oder dann siehst du einen anderen, der so fisselig die Blätter da alle in eine Reihe legt und da sagst du, das ist einer, der schafft Ordnung und der will immer alles erkennen und ordentlich aufreihen, was weiß ich, was der mal wird, aber jedenfalls siehst du das Talent und das macht denen dann auch Spaß, sowas zu machen. Das ist nicht gut, wenn einer gerne Ordnung schafft, wenn man dem nicht hilft, auch damit was Gutes oft in die Welt zu bringen. Ja. So, also das Erste wäre rausfinden, was dir liegt, und zweitens dann rausfinden, wofür du das, was dir so liegt, dann auch einsetzen möchtest. Das heißt, diese Frage, wofür will ich eigentlich in die Schule gehen? Wenn du die nicht beantworten kannst, kannst du es vergessen. Ja. Dann gehst du in die Schule, weil du musst. Ja. Und dann bist du dann, also ist ja wie ein Gefangener, der muss auch ins Gefängnis. Ja. Also dann musst du schon die Freiheit haben, obwohl du musst, zu sagen, nee, das ist zwar so, dass man da eigentlich hin muss, aber ich gehe da freiwillig hin.
weil ich will Osteopath werden. Ja, ja, leicht gesagt, wie getan. Ja. Also hättest du dann dieses rausgefunden, was dir liegt, also wo dein Talent ist, und dann hättest du auch noch rausgefunden, was du mit diesem Talent gerne machen möchtest, dann ist schon alles beisammen. Dann gibt es nur noch eins, du müsstest 2, 3 Freunde haben. Ja. Alleine ist Mist. Ja. Die müssen alle Osteopath werden wollen, aber die müssen auch was wollen. Die müssen mit denen mal irgendwie darüber geredet haben, was die für ein Talent haben und wofür die dieses Talent einsetzen wollen. Vielleicht will der eine Physiker werden und der andere will Astronaut werden. Das ist dann wurscht, aber Hauptsache, sie wollen was. Mhm. Dann hat man auch was, worüber man reden kann. Ist der Osteopath, der andere ist der Astronaut und der dritte ist der Physiker, aber zusammen kann man diese ganze Schulzeit viel besser aushalten und sich auch gegenseitig ein bisschen in den Hintern treten, wenn einer anfängt durchzuhängen und zufrieden ist, dass er ein mittelmäßiger Astronaut wird. Der kommt nie auf den Mond. Ja. Mittelmäßige kommen nie irgendwo an. Ja. Also, und jetzt nochmal, hast du die, guck mal, ich habe jetzt sehr viel erzählt, aber vielleicht liegt dir noch was auf dem Herzen und dann, denke ich, haben wir eigentlich ganz hübsches Gespräch miteinander geführt. So konkret, das war eigentlich die wichtigste Frage, die ich hatte. Dann lassen wir es auch dabei, dann ist es auch gut. Dann haben wir eigentlich das Wichtige, weil mir ist es auch das Wichtige. Ich glaube, dass wir, und das ist vielleicht auch für alle Eltern wichtig, ich glaube, dass wir im Augenblick in einer sinnentleerten Welt leben, wo keiner mehr weiß, wozu er da ist. Und das Einzige, was sie alle retten wollen, ist ihr lächerliches Leben. Das soll nun möglichst lange dauern. Und das verbringen sie dann mit sinnentleerten Dingen, wie Einkaufen, Veranstaltungen besuchen und so ein Zeug. So, und da werden die jungen Leute alle mit reingerissen in dieses Sinnentleerte. Und deshalb ist das so wichtig, dass diejenigen, die noch einigermaßen bei Verstand sind, junge Leute, die noch einigermaßen bei Verstand sind, dass die sich zusammentun und sagen, das mache ich nicht mehr mit. Manche gehen auf die Straße und sagen, dieses Klimazeug, was ihr hier macht, diese Erderwärmung, das geht so nicht. Und manche sagen, okay, ich weiß, wofür ich ein Talent habe und dafür will ich mich einsetzen und den Weg gehe ich, weil ich später mal Menschen helfen möchte, aus solchen schwierigen, krankheitsbedingten Problemen herauszufinden. Das ist toll. Und jeder kann dann auf seine Weise später mal zu irgendwas beitragen. Ja. Das wird dann eine andere Welt, wenn Menschen in der Lage sind und auch Lust darauf haben, auf irgendeine Art und Weise mit ihren Talenten und Begabungen und all dem, was sie da in der Schule und so gelernt und sich angeeignet haben, wenn die dann dazu beitragen, dass es auch besser wird. Also im Miteinander mit den Kindern. In Schulen. Es gibt doch überall, also fast jeder Bereich liegt da nieder in Österreich. Also zum Beispiel könntet ihr auch viel bessere Juristen gebrauchen. Und von Politikern will ich gar nicht reden. Ja. Also das wäre doch, da gibt es so viel zu tun für euch. Ja. Das macht dann auch richtig Spaß. Aber es macht eben keinen Spaß, wenn man es nicht richtig kann. Und deshalb, wenn man es wirklich will, muss man auch, glaube ich, für sich selbst beschließen, dass man jetzt mal ein bisschen ranklotzt, anstatt rumzulaufen und zu sagen, das ist aber jetzt so anstrengend und ich habe keine Lust und so. Das ist immer, das kann man nur sagen, wenn man nicht weiß, wofür man es macht. Ja. Okay, dann. Darf ich ganz kurz nur noch mal den Bogen zu den Eltern? Also Sie haben das dem Lukas jetzt ja eigentlich schon beantwortet. Also wenn ich das so zusammenfasse, anstatt dass sich ganz, ganz viele Eltern fürchten und Sorgen machen, dass aus ihren Kindern nichts wird, weil sie keine Lust haben auf Schule, sollten die einfach schauen, die Begabung ihrer Kinder zu erkennen. Das war ja das Wesentliche, was Sie dem Lukas jetzt auch nochmal gesagt haben, wenn er jetzt dann später mal Vater wäre. Habe ich das so verstanden? Weil das ist wirklich das, was wir alle sehen, die Eltern sind wie paralysiert. Es ist täglich dieser Stress und Streit und eigentlich steckt die Sorge dahinter, dass aus den Kindern nichts wird. Können Sie vielleicht abschließend den Eltern dann nochmal so eine richtige Motivationsspritze geben?
Ja, es ist schwierig. Ich glaube, wir müssen auch die Eltern verstehen. Die kommen ja auch aus solchen Elternhäusern und die haben es auch nicht anders gesehen. Und die ganzen anderen Österreicher sind auch alle so unterwegs. Und da kann das natürlich leicht passieren, dass man das ganze Zeug dann wie so ein Papagei für sich selbst immer wieder auch aufsagt, was die anderen auch alle sagen. Und dann kommt nichts anderes raus als das. Der Junge muss ein ordentlicher Matura machen, sonst wird aus ihm nichts. So, und jetzt haben wir ja einen anderen Weg gesucht und das wäre für die Eltern dann auch spannend. Das heißt, ich müsste eigentlich gucken, was der Junge für ein Talent hat. Und dann müsste ich mit dem darüber reden, was der gerne mit diesem Talent machen würde für die Welt. Ne? So, nicht für das Geld verdienen und nicht, dass er mir meine Alterssicherung gewährleistet, sondern was will der eigentlich in der Welt? Und das ist eine Frage, die kann man. Und wenn man das gefunden hat, dann ist eigentlich der Rest relativ klar. Dann ist das wurscht, was der für ein Abitur macht oder für eine Matura. Aber natürlich wird man mit ihm darüber reden, dass wenn er wirklich sowas in der Welt will, dass das mit Mittelmäßigkeit dann nichts wird und auch keinen Spaß macht. Sondern dass er dann in die Führungsposition muss. Also, top, ganz oben. Ne? Der beste Osteopath, deshalb habe ich das gesagt, nicht ein mittelmäßiger Osteopath, sondern der beste, den es gibt auf der Welt. Das ist es. Und da können die Eltern dann helfen, dass das klappt. Und das Schlimme ist aber, dass das Eltern nicht können, wenn die nicht bei sich sind. Deshalb haben wir hier auch ein bisschen über sowas geredet, dass ich dem Lukas gesagt habe, eigentlich ist das ja toll, wie du damals unterwegs warst. Das ist die Haltung eines Liebenden. Du kannst andere, das hat dir Freude gemacht, anderen was zu schenken und du musst es nicht dauernd von den anderen was haben. Und deshalb ist es jetzt für Eltern, wenn die dauernd von ihren Kindern was erwarten, ganz schwer. Weil dann ist ja klar, dass sie erwarten, dass das Kind sich jetzt anstrengt und schönes, gute Matura macht. Und die müssen deshalb aus dieser Haltung raus. Und das geht aber nur dann, wenn sie sich nochmal darauf besinnen, dass sie doch eigentlich ihr Kind lieb haben. Ja, und dann würden sie sich fragen, nicht was sie möchten und was sie glauben, was richtig für das Kind wäre, sondern da würden sie versuchen herauszufinden, was für das Kind richtig ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es kann sein, dass der ganz andere Talente hat, die man gar nicht sieht, weil man so verbohrt glaubt, das kleine Mädchen müsse jetzt unbedingt Eiskunstläuferin werden, weil man selber auch schon Eiskunstläuferin werden wollte. Dann sieht man das kleine Mädchen nicht und macht ihn womöglich sogar zu einer Eiskunstläuferin, aber definitiv zu einer Unglücklichen. Deshalb, und das ist nicht liebevoll. Da ist man eigentlich eher bei sich und nicht bei dem Kind. Und deshalb fängt es wahrscheinlich gar nicht damit an, dass die Eltern darüber reden, wie gut die Schulleistungen sind und wie wichtig die Matura ist, sondern sie müssten miteinander darüber reden, ob sie sich denn überhaupt selber mögen. Das ist eine ganz andere Ecke, aus der ich da komme. Ja, und wenn Eltern sich selber mögen, weil sie liebevoll mit sich selbst umgehen, dann gehen die auch liebevoll mit anderen um. Also erst einmal miteinander sowieso, aber dann auch mit dem Kind. Und sind die keine Bedürftigen mehr, die dauernd diese Erwartungshaltung haben, was das Kind jetzt alles leisten müsse, sondern die können genau hinschauen. Und das ist es, da wollte ich hin. Dass Eltern plötzlich merken, wenn ich genau hinschaue, kommt es ja alles raus. Und das Gespräch mit Lukas ist ja auch im Endeffekt eben so gelaufen. Wenn man anders fragt, kommt es auf einmal alles von alleine raus. Und ich bin kein Experte für solche Gespräche. Also ich mache das auch nur zum Spaß für mich und weil ich dabei auch selber noch mal was lerne. Und Lukas hat auch was gelernt. Also wir haben jetzt beide was miteinander gelernt. Und so ist das auch, wenn Eltern anfangen, mit ihren Kindern zu reden. Dann lernen die aneinander und miteinander. Und einer versteht den anderen besser. Und dann weiß man auch als Eltern, was man dem Kind schenken kann, damit es seinen Weg gehen kann. Und sein Potenzial entfalten kann. Ja, aber wer nicht weiß, was er will, der kann kein Potenzial entfalten. Also diese Frage ist so entscheidend, dass man junge Leute fragt, wozu? Wozu machst du das? Wo willst du hin? Was willst du mit deinem schönen Leben machen? Jetzt hast du das Geschenk gekriegt, aber willst du es jetzt also als Fußballfan opfern oder was? Schade.
Und da, klar, kann man in der Welt rumreisen. Ich finde das auch toll, wenn man sich andere Kulturen anguckt. Aber wenn das der einzige Lebenszweck ist, dass man arbeitet, damit man dann in Ferien verreisen kann, also heiliger Strohsack, das ist ja ein trauriges Leben. Mhm. In diesem Sinne, Lukas, ich wünsche dir alles Gute. Danke. Wir halten Sie am Laufenden, was so wird im Laufe der Zeit. Ich finde es spannend vielleicht. Was Sie damit machen können, das würde mich interessieren, ob die Eltern damit was anfangen können. Und dann gucken wir mal, mit Sicherheit. Ich glaube, das war sehr bereichernd jetzt für alle Beteiligten. Vielen, vielen Dank. Okay.